So Leute, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Baba is You. Baba sind wir und Baba. Okay, nee. Ich habe nämlich nicht geübt, das ist eine neue Session und das bedeutet, wir gehen jetzt in die 7 Blockade. Okay, Pillar ist Push, Rock on. Okay. Water ist Sink. Da ist Win. Könnte zwei Sachen rüberbringen. Zwei Sachen reicht allerdings nicht. Weil ich würde es jetzt so. Nee. Ja, auch Quatsch, ne? Was kann ich denn überhaupt machen? Rock on Pillar ist Push. Pillar ist jetzt aber nicht mehr Push. Das heißt, das ist Quatsch. Warum sollte ich das on haben? Warum ist Text float? Wofür ist das on? So, Rock on Pillar ist Push, kann ich machen. Was bringt mir das? Oh, wartet mal, ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine viel. Nee, das ist eine Sekunde. Ich habe eine verdammt gute Idee. Ich bin mir nicht sicher, ob die klappt. Aber die Idee ist genial. Dafür brauche ich nämlich das hier. So. Pillar kann ich jetzt mal wegmachen. So, Rock ist Push. Rock ist nicht Push. Oder will ich Rock weiterhin als Push haben? Also das On brauche ich auf jeden Fall. Weil das On muss hier hin. Und eigentlich müsste ich den Rock jetzt richtig schieben. Aber dann kann ich den nicht wieder zurückschieben. Das ist das Problem. Den müsste ich hier links hin legen. So, Pillar ist Push. Pillar ist nicht mehr Push, Rock ist Push. Aber Pillar ist doch nicht Stop. Warum? So, doch, Hedge and Pillar ist Stop. Okay. Warum ist Pillar Stop? Warum ist das Ding Stop? Das ist die Frage, die ich mir hier stellen muss. Das ist zumindest eine der Fragen, die ich mir hier zu stellen habe. Okay, Rock is Push. Ich habe die grundsätzliche Idee. Weiß bloß nicht wie. So, Rock is Push. Bella is Push. Was ist, wenn ich jetzt mache Pillar
On rock is push. So, dann kann ich den nämlich um 1 schieben, aber dann nicht mehr. Das ist doch Quatsch. Das ist Quatsch, jetzt komme ich da auch nicht mehr rein. Kann ich Rock is Push vielleicht mit da reinnehmen? Ja, in einer anderen Reihenfolge wird's gehen. Okay, ja. Das ist auch die Strategie. Also glaube ich. So. Das ist Push. Rock ist Push. Rock muss hier hin. Und jetzt muss ich das Wort Rock zuerst reinschieben, glaube ich. So. Oder wartet mal. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Das Wort, das zuerst rein muss, ist Ella. Das muss nämlich dahin. Das Wort, das als zweites rein muss, ist on. Jetzt muss Rock. Aber das Push kriege ich jetzt ja nicht mehr runter, ne? Ah, ich hab einen Fehler gemacht. Das On bleibt da. Aber was muss als nächstes? Das Push oder das Rock? Fangen wir mit dem Push an. Aber dann habe ich ja wieder das gleiche Problem. Außer ich hätte das On noch nicht reinschieben dürfen. Gott, das ist kompliziert. Ich glaube, ich habe die richtige Fährte und wenn ich jetzt die falsche habe, dann sitzen wir da jetzt heute unnötig dran und werden mal wieder ein Part lang nichts gebacken kriegen. Ne, es war sogar zu weit. So, Rock ist nicht mehr Push. Muss Pillar schon hin? Ich weiß es nicht. Also Rock muss, glaube ich, rein. Ja, aber das Problem ist, das Push kann ich nicht mehr runterschieben. Aber wenn ich das noch eins hoch mache, bringt mir das auch nichts. Ich bin so extrem kurz davor, es zu lösen. Rede ich mir jetzt ein. Verstehe halt nicht, warum Pillar Stop ist. Das verstehe ich nicht. Thank you.
Ja, wenn ich da Is-Push mache, das bringt ja auch nichts, weil ich krieg ja dann uns nicht mehr rein. Und das Pillar und das Rock. So, und jetzt ist hier Feierabend. Das ist auch Quatsch. Was ist das für eine Magie? Und warum verstehe ich sie nicht? Okay, ich gucke wieder in meinen Spoiler-Free Endguide für den Flower Garden. Vielleicht hat der ja einen Hinweis, den ich gebrauchen kann. Weil das mit den Händen, da hat er mir ja überhaupt nichts gebracht. Ich habe das nochmal durchgelesen, sorgfältig. Aber verstanden habe ich es nicht. So. Pillar ist Pillar, aber Rock ist nicht Rock. Das lässt sich vielleicht denken, es wäre nötig, den Rock zu ändern. Das stimmt aber nicht. Das ist schön, weil das ist mir gar nicht aufgefallen. Pillar ist Stop, but Rock is not. Das means you will have to use each object slightly differently. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Der Bereich unterhalb des Wassers hat genau den richtigen Platz. Okay, ja, das habe ich mir ja gedacht. Und du musst das Wasser ist Zink neutralisieren. Gut, die Hints haben mir genau gesagt, was ich schon wusste. Was ich toll finde. Weil es mir halt absolut nichts bringt. Es nützt mir halt echt überhaupt nichts. Und ich verstehe nicht so recht, was ich tun soll. Also was ich verstehe, ist, dass Pillar da oben ist, On hier rüber muss. So. Jetzt müsste ich bloß Rock is Push irgendwie hier bilden können, damit es funktioniert. Das einzige Problem an der Sache ist, kann ich nicht. Und deswegen verstehe ich es nicht. Weil ich kann das nicht anders machen. Krieg den Stein nicht nach da rechts. Die Säule ist stopp. Das heißt, die kann ich schon mal, da kann ich nicht mehr durchgehen. Problem ist, mir fällt halt auch nichts ein, wie ich das machen muss. Ich kann mir denken, dass es mit Rock on Pillar was zu tun hat. Aber ich weiß nicht wie. Leute, ich bin so ratlos in diesem Spiel. Hat Schwierigkeit 4. Ich Schwierigkeit 5. Das andere hatte Schwierigkeit 5. Mit den Türen und den Schlüsseln. Greif's aber trotzdem nicht.
Ah, Leute, lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ich lasse es mir nochmal durch den Kopf gehen. Bis zum nächsten Mal, euer Wolf.